Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Martin Schulz hat am Wochenende seine erste Rede als Kanzlerkandidat gehalten. Und wenn man sich nur die Problembeschreibung in seiner Rede anschaut, dann kann man sagen, links wirkt. Also viele Probleme, die er benennt, sind auch Bestandteil des linken Wahlprogrammentwurfs. Allerdings ist sehr auffällig, dass er sehr unverbindlich bleibt, wenn es um konkrete Vorschläge geht und wenn es um so wichtige Themen wie Reichtumsbegrenzung geht. Und das ist notwendig, damit sozusagen mehr als soziale Rhetorik am Ende rauskommt. Die Linke ist hier deutlich anders aufgestellt. Ich würde es mal so sagen, die Linke ist dort klar, wo die SPD unklar bleibt. Also wenn es um die Erhöhung des Mindestlohnes geht, sagen wir ganz klar, der muss auf 12 Euro erhöht werden. Und wenn es um das Thema Reichtumsbegrenzung geht, so machen wir konkrete Vorschläge. Zum Beispiel sagen wir, dass Einkommen oberhalb von 1 Million mit 75% besteuert werden kann. Herr Schulz hat in seiner Rede auch nochmal Gerhard Schröders Agenda 2010 verteidigt. Wir aber sagen ganz klar, die Agenda 2010 ist das soziale Kapitalverbrechen der Sozialdemokratie gewesen. Und die daraus resultierende soziale Unsicherheit hat natürlich den Nährboden geschaffen, mit zu verantworten für den Rechtspopulismus. Nun hat Herr Schulz wirklich angenehm deutliche Worte gegen Rechtspopulisten gefunden. Wenn er das aber ernst meint, muss er auch die Agenda 2010 und Hartz IV überwinden, um den Rechtspopulisten den Boden zu entziehen. Wir als Linke unterbreiten in dem Zusammenhang ein ganz klares Angebot. Wir haben im Bundestag jetzt eine Mitte-Links-Mehrheit und wir können die letzten Monate dieser Wahlperiode noch klar nutzen, um die Weichen in eine andere Richtung zu stellen. Also um es ganz konkret vorzuschlagen, wenn wir wollen, dass Gesundheit nicht eine Frage des Geldbeutels ist, können wir sofort sämtliche Zuzahlungen auf Medikamente streichen, um danach eine solidarische Gesundheitsversicherung in Angriff zu nehmen. Wenn wir wollen, dass in diesem Land niemand von Armut bedroht ist, dann können wir sofort die Hartz-IV-Sanktionsparagraphen streichen, um danach gute Arbeit und soziale Garantien in Angriff zu nehmen. Und wenn wir wollen, dass alle Kinder hierzulande einen guten Start ins Leben haben, dann können wir den Haushaltsüberschuss, der angefallen ist, nutzen, um zum Beispiel allen ein kostenfreies Mittagessen in Kita und Schulen zu ermöglichen, um dann natürlich grundlegend Maßnahmen gegen Kinderarmut in die Wege zu leiten, wie eine Kindergrundsicherung für alle Kinder und Jugendliche. Wie gesagt, die Zuzahlung, also die Abschaffung der Zuzahlung, die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktion, die sinnvolle Verwendung des Haushaltsüberschusses für Kinder, das sind ja nur erste Schritte für grundlegendere Alternativen, aber das sind Maßnahmen, die wir noch im Rest dieser Wahlperiode wirklich in die Wege und umleiten könnten und umsetzen könnten. Und ich finde, an dieser Frage entscheidet sich auch, ob es um mehr als schöne Worte geht. Herr Schulz hat in seiner Rede unterstrichen, entscheidend ist, wer sich jetzt auf die SPD zubewegt. Ich meine, die Lage im Land ist viel zu ernst, als dass wir jetzt auf so eine Art Unterordnung setzen sollten oder voneinander verlangen sollten, jeweils unsere Grundsätze über Bord zu werfen. Wenn wir jetzt in dieser jetzigen gesellschaftlichen Situation gerecht werden wollen, müssen wir doch sagen, wir müssen die gesellschaftlichen Fantasien mobilisieren. Und dazu müssen wir zunächst über mögliche gemeinsame, über mögliche soziale, grundlegende Alternativen sprechen, um danach auch über das Trennende zu sprechen und sich zu beraten, wie man damit umgeht. Soweit zu der Rede und dem Auftritt von Martin Schulz. Kommen wir zu dem Einreiseverbot für Muslime in den USA. Das Dekret von Trump ist ein Kreuzzug gegen Muslime, aber auch ein Kreuzzug gegen Bürgerrechte. Und davon sind Zehntausende deutsche Staatsbürgerinnen mit Doppelpass betroffen. Die aktuellsten Zahlen, die uns bisher vorliegen, sind aus dem Jahr 2011. Da kann man sagen, fast 140.000 deutsche Staatsbürger sind davon betroffen. Zum Beispiel auch Menschen, die einen iranischen Familienhintergrund haben, selbst wenn sie in der zweiten Generation hier sind. Unter anderem ist zum Beispiel ein Kollege von mir, ein linker Bundestagsabgeordneter, Nima Movasat, davon betroffen, dürfte jetzt nicht mehr in die USA einreisen. Und ich finde, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist hier gefragt, diesen Kreuzzug gegen Muslime und gegen Menschenrechte ganz scharf zu verurteilen und dazu auch konkrete diplomatische Schritte in die Wege zu leiten. Also Angela Merkel ist gefragt, sie könnte zum Beispiel eine offizielle diplomatische Protestnote einreichen, sie könnte den US-amerikanischen Botschafter einbestellen und drittens sollte sie im Rahmen der EU dafür sorgen, dass die EU bei der UN eine Resolution gegen die US-Regierung einreicht. Also das wären ganz konkrete Schritte. Und noch
Ein Punkt zu der Argumentation von Trump. Trump behauptet ja, es geht um die Sicherheit der Bürger, um sich vor Terror zu schützen. Aber wenn wir uns mal anschauen, welche Länder betroffen sind von diesem Einreiseverbot, also welche Angehörige, und welche Länder nicht, und dann gegenüberstellt, aus welchen Ländern jeweils Terroristen kamen, die auch Menschen in den USA getötet haben, da gibt es da ein Missverhältnis. Also auffällig ist zum Beispiel, dass das Einreisegebot nicht gilt für Angehörige von Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien, den Emirate, den Libanon. Und es sind natürlich auch dabei Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien, wo Trump mit seinen Firmen Geschäfte macht und wo er auch Liegenschaften hat. Also ganz offensichtlich, wenn es um seine Geschäfte und seine Liegenschaften geht, ist ihm das nicht so wichtig, oder da müsst ihr auf einmal mit einem anderen Maß. Kurzum, es geht hier nicht um Fragen von Sicherheit, sondern es geht nur um Hetze gegen Menschen mit muslimischem Hintergrund oder Menschen aus anderen Ländern. Und angesichts all der Maßnahmen, die Trump in seiner kurzen Amtszeit schon in die Wege geleitet hat, würde ich mal sagen, bekommen auch die Proteste zu den G20-Gipfeln eine ganz neue Brisanz. Also womöglich wird eine entsprechende Stop-Trump-Kampagne auch nochmal einen Aufschwung für diese Proteste oder Mobilisierungsschub für diese Proteste bringen. Wir haben gefordert, dass die Bundesregierung hier aktiv wird, weil das Einreiseverbot ganz klar verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, es verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Und wenn die Bundesregierung hier nicht aktiv wird, bestände die Möglichkeit, dass Bürger vor dem Europäischen Menschengerichtshof klagen wegen Untätigkeit. Und wir werden das auch entsprechend prüfen, inwieweit so eine Klage Aussicht auf Erfolg hat. Und abschließend zu der aktuellen Studie zu Minijobs und Mindestlohn. Die Studie bringt nun auf den Punkt, wovor die Linke schon ganz lange gewarnt hat, nämlich dahingehend, dass der Mindestlohn, damit er auch in der Praxis entsprechend umgesetzt wird, auch eine entsprechende Kontrolle braucht. Nur die Hälfte aller Minijobber bekommen überhaupt den Mindestlohn. Jeder Fünfte bekommt noch nicht einmal 5,50 Euro die Stunde. Und wie als Linke sagen, der Mindestlohn ist Gesetz. Und damit der Mindestlohn nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis gilt, muss seine Umsetzung überwacht werden. Und dazu müssen erstens alle Ausnahmetatbestände raus aus dem Gesetz, weil das immer wieder die Chance für Schlupflöcher bietet. Und zweitens muss es eine Personalaufstockung bei den Aufsichtsämtern geben, damit die Umsetzung auch entsprechend kontrolliert werden kann. Vielen Dank.